finden. Ich habe dich so weit gebracht, wie ich konnte, Kian. Jetzt musst du dein Asadi-Hirn anstrengen, und zwar schnell. Offen brechen. Da kommen wir nicht. Was haben wir? Sie ist fest in der Wand verankert. Bretter. Ich würde mich nur verbrennen, wenn ich versuchen würde, sie herauszureißen. Ich will gegen diese verräterischen Ratten kämpfen. Was haben wir hier? Sie ist fest in der Wand verankert. Das war dafür. Nicht jeder hier ist ein zu Unrecht verurteilt. So viele Fässer. Der Fraß, den wir dreimal täglich bekommen, würde diesen Fässer. Der Schatten sei verdammt. Die Wachen kommen näher. Wir holen ihn uns her. Bleibt ihr einfach hier. Ich werde den Teller nicht ablecken. So sehr ich Appetit auf Fleisch habe, ich bin kein Hund. Nein. Gebrannt. Dort sind sie! Direkt über uns! Schieß sie ab! Wo ist der Schlüssel? Hol jemand den gottverdammten Schlüssel! Ich kriege keine freie Schussbahn! Ich bin neugierig, wie es weitergeht. Sie schießen auf uns. Da kommen wir nicht. Ah, nein. Ich werde den Teller nicht ablecken. Sie sind Schatten. Ich brauche eine größere Flamme. Es ist eine Art, diese Vorrichtung benutzen sie, um Essen aus den Küchen nach oben zu transportieren. Diese Kette führt zum Mechanismus, mit dem der Aufzug hochgezogen und runtergelassen wird. Sie ist mit zähflüssigem Öl bedeckt. Aus einem kaputten Pfeil und einem öligen Lappen habe ich eine behelfsmäßige Lichtquelle hergestellt. Mit anderen Worten, ich habe eine Fackel. Anzünden. Das Öl brennt weg. Diese... Ah, kluger Junge. Ich wusste, du würdest mich nicht enttäuschen. Immer noch warm, aber sie kühlt rasch ab. Jetzt sollte ich die Kette hochklettern können. Du zuerst. Jawohl, wenn die Kette noch heiß ist, will ich gewarnt werden. Sie haben das Schwert für dich bereitgelegt. So sterben Krieger. Was machen wir hier? Wo ist unser Wolkenschiff? Wir müssen uns Zeit verschaffen. Schnell blockiere das Tor da. Benutze den Hebel, um den Riegel runterzulassen. Los, schnell! Gut, jetzt bewaffne dich. Eine ausgezeichnete Qualität. Schwer. Komm her, sofort! Ein guter Scharfrichter kann jemandem mit einem Hieb das Leben nehmen. Wie kommen wir hier weg? Ich dachte, ein Schiff wartet auf uns. Ein Schiff? Nein, mein Junge. Dein Weg hier raus ist kein Wolkenschiff, sondern ein Portal. Erschaffen mit der Magie, die dein Volk auszumerzen versucht. Mein Weg? Nur einer von uns kann durch das Portal, dann schließt es sich. Und es erfordert ein Opfer. Es ist dunkle Magie. Es erfordert Blut und Schmerz. Ein Leben. Was? Nein, nein. Ich kann dein Opfer nicht annehmen. Entweder verschwinden wir beide oder keiner. Sei kein von Mojal verdammter Narr, Junge. Ich habe meinen Frieden mit den Göttern geschlossen. Kannst du das auch von dir sagen? Außerdem mag ich ein ganz guter Kämpfer sein, aber du... Ohne dich würde der Widerstand wanken und die Asadi würden siegen. Jetzt durchbohr mich mit dem Schwert, damit du hier wegkommst und anfangen kannst, deine Schulden zu begleichen. Ich mag einfach den Kapitän sagt. Die Göttin möge mir vergeben. Langsam und gleichmäßig, Junge. Blut und Schmerz für das Portal. Ist du schnell gestorben, oder? Ich habe nur noch eine Erinnerung an meine Mutter. Sie hielt mich im Arm, bis ich eingeschlafen war. Pistole? Doppelläufige?
oder Schrotze. In dieser Nacht stürzte sie sich von der Stadtmauer ins seichte Wasser. Im Arm getroffen. Ihre Leiche wurde nie gefunden. Eine ganze Weile lang kletterte ich auf diesen Mauern, passierte am Rand und schloss meine Augen. Kann man überleben. Ich wollte immer zu ihr kommen, in die Dunkelheit, in die kalte, kalte See. Der Ring wird jetzt geschmolzen und das tat ich nie. Sauron ist vernichtet. Das war gerade Gollum. Und wir haben den Kapitel vorbei. Wo sind wir jetzt? Verdamme ihn die Göttin zum ewigen Schatten! Was? Kien. Kien ist aus der Feste entkommen. Lass uns allein. Sofort. Was sagst du da? Das ist unmöglich. Er sollte sterben. Er ist fort. Vom Dach geflohen dank eines eingedrungenen Rebellen und eines Aufstands. Vom Dach? Aber wie? Ein Portal. Dunkle Magie. Das ist unmöglich. Ich muss die Leute verhören, die ihn entkommen ließen. Sie werden diesen Tag für den Rest ihres kurzen, elenden Lebens bereuen. Und dieser dämliche Aufseher, er wird mit seinem Leben dafür bezahlen. Ich verstehe das nicht. Die Mönchsweste ist gegen Taumaturgie gesichert. Ihnen ja. Deswegen sind sie aufs Dach geflohen. Das Licht beschütze uns. Haben wir eine Ahnung, wo er ist? Bei den Rebellen, ganz sicher. Wo auch immer sie sich verkrochen haben. Ich werde alle Hebel in Bewegung setzen, um sie zu finden. In ihren Händen ist Alvana ein vergifteter Dolch. Meint ihr, das wäre mir nicht klar? Meint ihr, ich wüsste nicht, wie gefährlich er ist? Ich kenne diesen Verräter besser als jeder andere. Aber ich werde ihn finden. Ihn und seine Helfer. Das schwöre ich unter dem Blicke der Göttin. Bevor die Erste eintrifft? Es wird ihr nicht zu Ohren kommen. Stell das sicher. Wenn sie hört, dass ihr kostbarer Apostel noch lebt, wird sie ihn lebend haben wollen, um mit ihm zu reden. Und wenn sie die Wahrheit erfährt... Diese Gelegenheit geben wir ihr nicht. Gut, wenn würde sie es jemals erfahren, würden du und ich das mit dem Leben bezahlen. Beim Licht, worauf wartest du noch? Hier wirst du ihn nicht fassen, Kommandant. Geh, erledige das! Charakter. Wen haben wir hier? Schwester Saya. Schwester Saya ist die Abgesandte der Asandi in den Nordlanden. Als Verwalter von Mahkuria und Leiterin des Apparatprojektes ist sie die jüngste Priesterin, die so schnell so weit kam. Man munkelt, sie werde eines Tages zur Mutter ernannt. Ihren Status und ihr Leben gefährdet jedoch ihr verbotene Beziehung zu Kommandant Vamon und ihren Ambitionen, die ihre Rolle als Abgesandte übersteigen, ein neues Machtzentrum der Aldari in den Nordland zu etablieren. Die zwei Liebenden planen, ihre Kontrolle über Mahkuria zu festigen und den Apparat zu ihren eigenen Zwecken zu nutzen. Saya ist den sechs, den Kinderkaiserinnen des Azad-Imperiums sowie die mysteriöse Prophetin Schöpfer der Engine unterstellt. Möge die Göttin über uns wachen. Montag, 24. Juli 2220. Heute kommen sie seit genau 3 Monaten zu mir. Verrückt. Ich fühle mich, als käme ich seit Jahren her. Wie geht es Ihnen? Was glauben Sie? Sie wirken so, als würde es Ihnen besser gehen. Sie haben mehr Energie. Sie scheinen jetzt zufriedener mit Ihrem Leben zu sein als vor 3 Monaten. Aber nur Sie können sagen, wie Sie sich fühlen. Das kann ich nicht für Sie tun. Ich weiß. Ich wünschte, ich könnte es sagen. Zoe, Sie erinnern sich an nichts von dem, was vor dem Koma geschah. Sie sind nicht sicher, ob Sie sich daran erinnern wollen. Aber ich glaube, das wollen Sie. Und wir nähern uns dem an. Stimmen Sie mir dazu, Zoe. Ich könnte alles verlieren, was ich hier aufgebaut habe. Könnte ich nicht alles verlieren, was ich hier aufgebaut habe? Ich weiß nicht, ob ich das Risiko eingehen will.
Ich spüre, dass ich mich an etwas erinnern muss. Etwas, das ich tun muss. Aber was geschieht mit meinem... Ich könnte alles verlieren, was ich hier aufgebaut habe. Ja, das sage ich ja. Ich ertrage das Gefühl nicht, dass es etwas gibt, an das ich mich erinnern muss. Ich habe keine Ahnung, also muss ich es herausfinden. Gut. Versuchen wir es mit einer Übung, um ihr Gedächtnis auf Trab zu bringen. Was ist das Letzte, woran Sie sich erinnern? Ich hatte die Uni abgebrochen, war wieder bei Dad eingezogen. Ich hatte den Glauben an mich verloren. An mich und jeden um mich herum. Ich hatte mit Reza Schluss gemacht. Und dann geschah etwas. Man sollte vorsichtig sein, was man sich wünscht. Stimmt's? Dass Reza verschwand und ich ihm folgte, ihn aufzuspüren versuchte. Ich kam nach Newport. Ich erinnere mich, dass ich in ein Haus voller Drogensüchtiger schlich. Ich erinnere mich, dass ich an einem sicheren Ort und mit einer Dream Machine verbunden war. Aber da endet alles. Und davor? Bevor Sie Casablanca verließen? Dad war verreist. Ich wollte eine Party schmeißen. Dann bat Reza, mich ein Paket abzuholen. Das ist es, was alles in Gang gesetzt hat. Das und die Stasis. Erinnern Sie sich noch, worum es sich dabei letztlich handelte? Als ich wieder wach wurde, sagte man mir, anscheinend war es so eine Art Programmierfehler. Oder Virus. Schadcode, der das weltweite Netz infizierte. Jemand bei der Watty Corp benutzte die Dream Machine, um die Gedanken der Leute zu lesen. Jemand, dem ich begegnet war. Kavanagh. Damien Kavanagh, stimmt. Der Kopf hinter allem, der Urheber der Verschwörung. Er hatte irgendeine Art von Wurm in den Code eingeschleust, um die Dream Machine zur Gedankenkontrolle über Millionen von Menschen zu nutzen. Das ist zumindest das, was behauptet wird. Er zeichnete ein Geständnis auf, bevor er... Er wollte natürlich nicht den Rest seines Lebens im Gefängnis verbringen. Aber zumindest hat er ausgepackt und, naja, seinen Arbeitgeber von jeglichem Fehlverhalten freigesprochen. Wie bequem. In welcher Hinsicht? Vergessen Sie's. Ich erinnere mich an nichts davon. Ich weiß nur noch, dass Sie mein Denken vergifteten. Falsche Erinnerungen einfügten. Nichts, was ich sah oder erlebte, war real. Das Mädchen auf den Bildschirm, die andere Welt. Arcadia, noch so ein farbenfrohes Hirngespinst von Ihnen. Ein synthetischer Traum. Und dass Sie nach Japan reisten und bei der Watty Corp einbrachen? Sie erinnern sich noch immer an nichts davon? Nein, ich habe eine globale Verschwörung aufgedeckt. Und alles, was ich bekam, war ein lausiges Koma. Außer Ihnen, Reza und meinem Dad, weiß niemand, dass ich darin verwickelt war. Reza hat mich aus seinem Enthüllungsbericht herausgehalten. Und selbst er weiß nicht, was wirklich in der Woche geschehen ist, während ich verschwunden war. Vielleicht wusste meine Freundin Olivia etwas, aber sie ist gestorben. Sie fühlen sich verantwortlich. Ich habe die junge Detektivin gespielt und es kamen Leute zu Schaden. Sie machen sich Sorgen, dass noch etwas mit Ihnen geschehen ist. Ich meine, es ist eine Woche meines Lebens. Einfach weg. Haben Sie schon eine Dream Machine benutzt? Sind Sie verrückt? Mir wird schon von der Werbung übel. Es entwickelt sich zu einer Krankheit. Zu einer Sucht. Mich beunruhigt, was diese klaren, perfekten Träume mit uns machen. Und Sie waren an einen Prototyp angeschlossen. Man kann unmöglich sagen, wie sich das auf Sie ausgewirkt haben könnte. Haben Sie schon mit Gabriel gesprochen? Nein, Ich bin noch nicht bereit, mit meinem Vater zu diskutieren. Er hat unser Haus vermietet, ist nach Mumbai gezogen. Das ist völlig in Ordnung. Worüber möchten Sie jetzt reden? Ist die neue Staffel von Eurotrash ein zulässiges Thema? Warum nicht? Ja, das ist schon ein geschichtreiches Spiel, so. Unsere Zeit ist fast um. Ach, schon in Ordnung. Ich arbeite heute. Und? Wie läuft es da? Wirklich gut. Mir gefällt es. Sehr. Es freut mich, das zu hören. Vor einem Monat waren Sie noch nicht so sicher. Ich lerne viel. Neuronale Programmierung, künstliche Intelligenz. Damit fühle ich mich Liv näher. Olivia. Ich ehre ihr Andenken, wissen Sie? Nicht auf selbst aufopfernde Weise. Ich möchte das tun.
Ich arbeite gern mit Mira und Whit. Fürs Erste. Und mit der ehrenamtlichen Wahlkampfarbeit leiste ich auch auf andere Art einen Beitrag, denke ich. Sie sorgen dafür, dass Sie beschäftigt und motiviert sind. Sie haben viel erreicht, seitdem wir uns zum ersten Mal begegnet sind. Vielen Dank, Dr. Zelenka. Roman, bitte. Nächste Woche zur selben Zeit? Auf jeden Fall. Danke, Dr. Zelenka. Roman. Roman. Bis dann, Zoe. Kann ich laufen? Tagebucheintrag. Heilige Scheiße, was? Was habe ich hier vergessen nachzugucken? Okay, weißt du was? Nein. Dafür wird schon zu viel hier gelabert. Dann kann man es machen, also nein. Genau das, was man bei einem Psychologen im Büroregal erwarten würde. Leider keine kitschigen Liebesromane. Wenn ich jetzt noch mehr von diesem grässlichen, synthetisierten Kaffee trinke, brauche ich wirklich eine Therapie. Ich klopfe auf Holz. Mit echtem Holz kann ich das nicht oft machen. Auf Ikeas Plastik zu klopfen ist einfach nicht dasselbe. Oh, what? War ich wusste gar nicht, dass der Doc was für Kopffüßer übrig hat. Ikea wird noch 200 Jahre leben. Ob er sich für einen als Haustier hält? Ich sehe... Nein. Nein, das sollte ich wirklich nicht. Es ist eine Falle, eine psychologische Falle. Was haben wir noch mehr? Büschel, Deko. Ich glaube, ich störte dich, dass ich hier alles nachgucke. Das ist meine Akte. Ich spüre ein nahezu unwiderstehliches Verlangen, mal zu gucken. Nö, gar nichts. Ein Haufen persönlicher Angaben, die ich für meinen ersten Termin machen musste. Und jetzt komme ich mir schuldig vor, weil ich geguckt habe. Pfui. Ach, ich weiß nicht, worauf ich gehofft habe. Eine Notiz? Sie ist echt süß am Rand. Oh, Kapitel vorbei. Ui, ui, ui. Oder? Oder auf null Ladebildschirm. Ich dachte, es brennt, aber das sind nur Schornsteine. Wieso, weil wir immer in die Zukunft gehen, sind noch immer so 300 Jahre alt, so Gebäude noch von den letzten paar Jahrhunderten. Also ich dachte, wir... Ich weiß, dass es Zukunft wäre, aber das ist doch alles so... nicht bearbeitet. Wo sind wir? Paris? MP5 noch in die Zeit, natürlich. Oh, die Waffe hat sich auch für 200 Jahre nicht weiterentwickelt, ne? Was soll das heißen? Ich brauche eine Lizenz. Ich habe eine Lizenz. Hat mich ein Arsch voll Kohle gekostet, die Lizenz. Ihre Lizenz ist abgelaufen. Sie werden sie verlängern müssen. Der Aufforderung ist binnen 24 Stunden Folge zu leisten. Verpiss dich, der Aufforderung ist binnen 24 Stunden Folge zu leisten. Das ergibt absolut keinen Sinn. Wenn Sie der Aufforderung nicht nachkommen, werden Sie inhaftiert und Ihr Imbisswagen beschlagnahmt. Wenn du Karl auch nur anfasst, schneide ich dir die Eier ab und mach Schaschlik draus. Drohungen sind kontraproduktiv und strafbar. Sie haben Wie fühlt sich das an, für ein scheiß Fascho-Regime zu arbeiten und dauernd auf der arbeitenden Bevölkerung rumzutrampeln? Ganz gut, finde ich. Krankenversicherung vom Feinsten, keine Überstunden und die Bezahlung ist anständig. 24 Stunden. Beide haben Grund. Hey! Hey, wo steckst du? Komme gerade aus der Therapiesitzung, bin unterwegs zum Laden. Was gibt's? Ah, ein Haufen. Wäre ich ein schlechter Freund, wenn ich dich bete, bei dieser Verrückten mit dem leckeren Essen vorbeizuschauen? Nelas Imbiss? Sicher. Ganz schön faul. Nicht schlecht. Was? Kein schlechter Freund, fauler Freund. Was möchtest du denn? Such mir was aus. Nichts... Exotisches, jawohl, Sir. Bin schon unterwegs zu Nela. In 15 Minuten in deinem Büro? Danke, du bist die Beste. Bin ich, bis gleich dann. Nieder mit dem Fascho-Unterdrücker. Reza Tamiz. Reza ist immer mal wieder Freund. Ein investigativer Journalist und Redakteur für das radikale Newsfeed The Hand That Feeds.
Früher der Hand der Beid in Europolis unter Anleitung von Chefredakteur und besten Freund Sully Sadik. Vor einem Jahr verschwand Reza, als er die Vatikor-Drehmaschine untersuchte. Aus Angst um sein Leben versuchte Zoe ihn zu finden. Letztendlich deckte sie eine Firmenverschwörung mittels eines Vatik-Produkts namens Drehmaschinen Zugriff auf die Träume und Erinnerungen der Menschen zu erhalten auf. Es stellte sich heraus, dass Reza untergetaucht war und sich vor Auftragskillern versteckte. Nachdem die Verschwörer zur Rechenschaft gezogen waren, schrieb er ein explosives Exposé für The Hand That Feeds, das abtrünnige Element in Vatikorp die Schuld an und die Verschwörung gab. Sein Gesicht verbreitete sich viral, katapultierte Reza ins Rampenlicht und veranstaltete ihn, nach Europolis zu ziehen. Nachdem sie aus dem Koma erwacht war, schloss Zoe ihm dort an, um ihrer Beziehung eine neue Chance zu geben und als Neuanfang für sie selbst. Oh, du Assi, sieh zu, dass du Land gewinnst. Hast du das gesehen? Ich sollte mich eine Frechheit, dass die vom Einela Ärger machen. Sie verkauft was zu essen, sie tut doch nichts Illegales. Oder? Ich meine, klar, sie ist... Eimische. Was sollte das denn jetzt? Diese Eiersche erfinden irgendeinen Scheiß, um jeden zu nerven, der nicht nach ihrer Pfeife tanzt. Mann, ey. Jetzt kann ich einen ganzen Nachmittag verplempern, um beim Bezirksamt Schlange zu stehen für eine Lizenz, die ich nicht brauche, verdammt. Im Übrigen ist das bloß die Spitze des Müllbergs. Sie schränken den Transit zwischen den Bezirken ein, verstärken die Sicherheit in allen Metrostations und Häfen. Jeder, der lokale Grenzen überschreitet, muss Formulare ausfüllen.